Ihr Lieben, weiter geht's hier mit einem neuen Video in Russian Fishing 4 und ja, wir haben gerade mitten in der Nacht hier an der Achtuba und es wird mal Zeit wieder für ein paar dicke, fette Brocken und ich teste mal wieder einen geilen Spot und ich hoffe, er ist geil. Ich war noch gar nicht da, ich habe mir gerade ein bisschen was zusammengesucht an Ködern und alles, was man so braucht. Und ja, wir fahren jetzt erstmal zum Spot und dann gucken wir mal, was da geht. Also, legen wir los. Das ist ja immer das Schlimmste, muss ich gestehen, hier beim Achtuba rumangeln. Machen wir erstmal hier leiser, ist ja unglaublich. Wir müssen erstmal hier runterbreddern. Was ist das Schöne an Achtuba? An Achtuba gibt es alles. Kleine Fische, mittlere Fische, riesengroße Fische, gigantische Fische. Alles da drin. Ganz, ganz geil, immer wieder gut, ist hier an der Achtuba der Wildkarpfen. Wildkarpfen angeln, Schockgüsel, macht richtig Bock, richtig schöner Fisch. Macht richtig Bock, zieht ordentlich ab und vor allem bringt auch ordentlich Kohle. Und ja, ich sag mal so, Wildkarpfen in der Gewichtsklasse so um die 10 Kilo, da läuft das halt schon richtig gut. Und ich hoffe darauf, dass da was geht. Ich habe jetzt in den letzten Wochen schon gedacht, Mensch, ich habe schon lange nicht mehr wieder so auf Wildkarpfen mal entspannt. Könnte man mal wieder. Und zack, kommt da die Info rein. Allen, probiert doch mal hier auf Wildkarpfen. Probieren wir mal. Probieren wir mal. Und ich hoffe, da geht was. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Ich fahre mal eben an den Spot und dann sehen wir uns gleich wieder. So, raps. Ach, perfekt. Angekommen. So soll das sein hier. So, jetzt suchen wir uns hier noch eine schöne Stelle, wo man auch mal ein bisschen klarkommt. Irgendwo so, ich würde sagen so hier so. Und dann werfen wir gleich mal eben raus. Wir sind jetzt hier an der Achtuba auf dem Quadranten, wo sind wir hier, auf G6. Und ballern hier so gut 22 Meter rein ins Gewässer, ins fließende oder leicht fließende Gewässer. In der Hoffnung auf Wildkarpfen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Setzen wir mal hier auch einen Clip, weil wir wollen ja nicht zu weit. Wir wollen ja schön da vorne in die Rinne reinwerfen. Und zack. Dafür ballern wir den natürlich dann auch genau in die Rinne rein, damit wir da in dieser tiefen Stelle hier auch landen. Müssen wir das natürlich auch klippen, sonst landen wir mal irgendwie vor oder dahinter. So ungefähr 50% auswerfen reicht. Wie das Ganze hier zusammengebaut ist und mit welchen Mischen und was nicht alles, das zeige ich natürlich auch gleich. Aber erstmal raus mit den Routen. Und ob das Ganze hier auch in der Nacht funktioniert, werden wir natürlich auch direkt sehen. Wir haben jetzt hier gerade 2:30 in der Nacht. So, einmal kurz hier. Perfekt, ein bisschen stramm gezogen. Hauptsache, die Routen sind schon mal draußen. Das ist schon mal wichtig. Dann machen wir nochmal hier ein bisschen was für die Atmosphäre. Wie gesagt, ich teste sowas immer blind. Bin also jetzt auch wahnsinnig gespannt, ob da überhaupt was geht. Allerdings ist es ja schon so, wenn man hier an der Achtuba angelt, mit gewissen Ködern kann man eigentlich immer wieder was fangen. Es ist schon relativ safe, dass man hier auch was fängt. Und zu diesen Ködern zählt zum Beispiel auch der Heilbutt-Boily. Heilbutt funktioniert eigentlich immer wieder. Es gibt einfach so ein paar Köder. Oder auch einfach mal einen Tauwurm hier reinhalten, wenn man jetzt vielleicht gar nicht Bock hat auf diese Montagearten. Ich bin jetzt gerade mit der Boily-Montage, mit der Haarmontage unterwegs. Also einfach Tauwurm geht auch. Auch so für Aralbarben oder sowas. Da geht das schon immer ganz gut. Mal eben kurz nach den Boilies gucken. Krill, genau. Wir hatten zuletzt auch den Krill.
Krill und den Büffelfisch hat natürlich auch funktioniert. Krill, wenn man einfach mal ein bisschen rumtesten will, ist eine gute Kombi. Dann kann man da mit dran schmeißen. Hier oben haben wir es. Krabbe und Muschel. Das sind Köder, die immer wieder gut funktionieren hier. Heilbutt, beziehungsweise neben Heilbutt sollte auch noch... Einen vermisse ich gerade. Irgendwie ist das anders sortiert. Oder habe ich es schon lange nicht mehr angeguckt? Creme Brûlée, das brauchen wir nicht. Banane brauchen wir auch nicht. Heilbutt auch für Aaland zum Beispiel. Ne? Da geht das auch mal ganz gut. Ah, dann Lachs, genau, die Lachsboilies waren es. Richtig. Lachs 14, man sieht es auch an der Anzahl der Boilies, die ich hier habe. Lachs 14 oder Lachs 20. Auch mal Lachs und Boilie in Kombination testen. Das werde ich wahrscheinlich auch gleich nochmal testen. Und Muschelfrüchte. Muschelfrüchte, auch ein super Köder. Auch hier, man sieht sofort an der Anzahl der Köder, die ich noch rumliegen habe. Ein Top-Köder auch immer mal wieder für Wildkarpfen. Ich habe eine Futtermische hier drin, gerade in Verwendung, die als Basis Sonnenblumenkerne verwendet. Auch Sonnenblumenkern-Boilie hat mal eine Zeit lang sehr gut funktioniert für Wildkarpfen. Jetzt gucken wir erstmal, wie sich das jetzt hier macht. Ich bin sehr gespannt. Also von der Art und Weise, wie tief die Schnur runtergeht, so sieht es schon mal ganz gut aus. Sieht wirklich so aus, als ob ich auch wirklich hier in dieser Tiefe von 6 Metern wirklich gelandet bin. Das passt also mit 22 Metern sehr gut hier. Zusammengebaut ist oder sind alle drei Routen gleich. Ich teste gerade noch einen etwas kleineren Haken. Man kann auch ruhig einen 2-0er... Ja, 1-0er, 2-0er Haken kann man ruhig verwenden. Man kann auch deutlich, wie gesagt, deutlich größere Haken nehmen. Ich fange erstmal mit dem 1er Haken an und teste mich dann da langsam hoch. Grillpellets 18 habe ich dran mit Heilbutt Boilie 20. Das in Kombination auf der klassischen Haarmontage. Und das Ganze wird schön reingedippt in den Heilbutt Dip. Dazu nochmal die Futtermische, hier gleich mal wieder das Bild kurz anhalten, zack, das ist die Futtermische, Sonnenblumenkerne als Basis, dann nochmal eine Packung Biskuit reingeschüttet, damit das Ganze schön matschig und lecker süß wird und dazu kommen dann die Heilbutt Feeds, dann es sind drei verschiedene Arten von Heilbutt Mini Pellets, die man als Anfutter mit reinschüttet. Also drei unterschiedliche Hersteller, alle mit drin, Heilbuttöl auch noch drauf gekippt und dann das Ganze schön zusammenpumpen und ins PVA reinwerfen, reinstopfen. So sehen alle drei Routen aus. Ja, und jetzt heißt es abwarten, warten. Ich hoffe, da funktioniert ein bisschen was. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber wir nehmen gleich schön die Morgenstunden mit. Ich könnte natürlich auch einfach noch ein zweites Mal auswerfen. Um den Spot vielleicht erstmal so ein bisschen mit Futtermische zu aktivieren. Dann wären schon mal sechs Futtermisch PVA im Wasser. Ja, ich glaube, das mache ich gleich. Werfe vielleicht alle drei ein zweites Mal aus. Dass, wie gesagt, an der Stelle schon mal wieder ein bisschen mehr Futtermische draußen ist. Und dann gucken wir gleich erstmal, was hier geht und ob hier was geht. Wenn was geht, schalte ich natürlich wieder mit rein. Also bis gleich. Ne, guck mal hier. Die ersten Zuckungen. Guck mal hier, 5.30 Uhr geht es langsam los. Die ersten Zuckungen an der Route. Zack, ist das geil. Das ist doch immer wieder gut. Der Kopf geht runter. Oh, und das ist auch wichtig. Der Kopf geht runter, die Rute dreht. Und das ist immer das Allerbeste. Ich meine, die Bremse ist ja natürlich... die Bremse ist natürlich noch nicht so richtig dick eingestellt. Stellen wir sie langsam mal hoch. Aber das ist doch immer schön.
wenn man sieht, wunderbar, Alter, es geht was in die Bremse. Ah, sehr gut, ey. Das macht Bock, so soll das sein. Gerade hier nochmal im In-Game-Chat, im Feierabend-Chat nochmal schön die kurze Austausch. Zwei Dudes stehen hier, oder ich glaube drei stehen auch schon hier an der Stelle. Hier wird gerade rumprobiert und geangelt auf den auf den Wildkarpfen natürlich. Ah, das ist schön. Der hat sogar schon richtig Bock, hat ordentlich Gewicht schon, das sieht ganz gut aus. Ich will aber nicht zu brutal reingehen. Gehen wir erstmal langsam hier dran. Nicht übertreiben hier. Einmal kurz angeschlagen und ansonsten versuche ich ihn jetzt hier so ein bisschen mit der Strömung. Die Strömung geht ja hier oben in diese Richtung weg. Und dann versuchen wir ihn hier schön langsam reinzuziehen. Dass er auch nicht zu wild. Dass er hier zu wild wird, ey. So muss das sein, ey. Wildkarpfen, ohne Scheiß, Alter. Wildkarpfen macht immer Bock. Vor allem, wenn er halt so ein bisschen auf Frequenz geht. Ich empfinde Wildkarpfen auch irgendwie gar nicht so richtig als Karpfen. Also wenn ich mir so überlege, Karpfenangeln am Bernsteinsee oder so, das ist so... Boah, ich weiß es nicht. Das ist so... Naja, lame ist es auch nicht direkt, nicht so... Aber es ist so geplant und dann die Futtermische auswerfen und so ein Futterspot irgendwie. Das ist so technisch irgendwie alles. Und Wildkarpfen ist echt immer noch so ein... Es ist halt random, ne? Es ist halt ein Riesengewässer hier. Natürlich ist er halt jetzt glücklicherweise gerade hier an diesem Spot. Und dann nutzt man das aus. Aber ob man jetzt in so einem Karpfenteich angelt oder an so einem Gewässer, ist das doch schon irgendwie ein Unterschied. Ja. So, versuchen wir mal schön hier noch ein bisschen in die Route reinzugehen. Und da bimmelt als nächstes perfektes Timing. Also nicht mehr so lange brauchen hier, um den rauszuhaben. Und dann schon der nächste, der sich ankündigt. Genau so soll das sein. Ja. So kann man das doch aushalten. So, nochmal eine Stufe höher. Jetzt sind wir ja schon bei 27 von der Bremse. Bisschen könnte ich es noch übertreiben. Genau, auf eine 28. Der ging ja immer noch in die Bremse ein bisschen. 31 Kilo Tragfähigkeit sind jetzt hier gerade drauf. Beziehungsweise 27. Oder was soll denn das? 26,5. Auf der Bremse. So, und so langsam sollte er dann jetzt auch gleich hier rankommen. Mal so ein bisschen ranpumpen hier. Jawohl, jetzt hat er sich nochmal umgedreht. Der Kopf geht jetzt nach links. Er zieht auch nochmal in die Richtung ab. Ich gehe nochmal davor in Richtung der Strömung. Und da kommt er auch schon an. Seht ihr, da war schon zu sehen. Gar nicht mehr umdrehen lassen. Jawohl, Kescher raus. Und da kommt er schon. Zack, das erste geile Ding mit 18 Kilo, Alter. Massiv. Schöner, feister Wildkarpfen. Geiles Ding. Schöner erster Wildkarpfen hier auf dem Einserhaken jetzt. So ist das doch richtig. Erstmal wieder die Bremse ein bisschen runter. Machen wir mal auf eine 20. Ach, ist das schön. Zack, in den Clip rein. 22 Meter und der nächste. Ha! Sehr gut, ey. Sehr, sehr schön. So, dann drehen wir hier hoch. Die Montagen, die Routen sind ja alle gleich aufgebaut. Das heißt, hier drehen wir auch einfach hoch. Auf 27 war ich jetzt gerade bei der anderen. Fängt also schon gut an, ihr Lieben. Fängt gut an. Zieht raus die Brocken. Macht euch auf dem Acker.
Ich meine, das Schlimmste an der 8 Huber empfinde ich immer so. Das Schlimmste ist ja wirklich, wenn man sich hier auf die Socken macht und dann brettert man irgendwo hin an den Spot. Man muss erstmal irgendwie 5 Minuten irgendwo hinfahren mit dem Boot, bis man dann wirklich anfangen kann zu angeln. Das finde ich ist immer sehr, sehr nervig. Das heißt, wenn ihr euch irgendwo hinbegebt, nehmt ausreichend von allem mit. Ersatzfuttermische, Ersatz für Köder, den Kescher komplett leer machen. All so ein Schnickschnack. Nicht, dass man dann da auf einmal steht und wieder zurück muss, wegen so ein paar Boilies, die fehlen oder sowas. Telendir zielt hier gerade im Chat eine dicke, fette Super Trophy Barbe. Geiles Ding, ey. Wow. Das habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen, so ein Teil. Über 12 Kilo. Krass. Schönes Ding, ey. Barbe. Geiles Teil. Aber auch normale Wildkarpfen-Trophys wurden hier auch in den letzten Tagen schon gefangen. Gerade auch direkt die Rückmeldung aus dem Chat bekommen. 130, 80 bei den Koordinaten. Trophy-Alarm. Super Trophy Barbe, lese ich hier gerade, konnte er nicht benennen. Also war nicht möglich, der Super Trophy Barbe den eigenen Namen aufzudrücken. So, da kommt da raus der nächste. Bisschen kleiner. Aber das ist schon ein richtig gutes Gerät. Das sind die Wildkarpfen. Da lohnt es sich auch schon richtig. Da macht man dann die Kohle auch mit. So soll das sein hier. Perfekt. Ja, das ist aber schon nicht schlecht, ey. So darf das gerne weitergehen hier. Ich bin gespannt, wie das von der Frequenz ist. Also was da wirklich effektiv an Frequenz bei rumkommt. Letzten Endes ist es aber trotz allem auch durchaus entspannt, mal wieder hier so auf Karpfen zu angeln. Gerade so zum Wochenende hin. Ne, jetzt hier, wir haben ja, das Video kommt ja jetzt Sonntagmorgen wieder raus. Schön entspannt mit dem Käffchen auf Wildkarpfen. Das geht doch. Einfach mal ein bisschen durchziehen. Oder vielleicht mit 2 Routen auf Wildkarpfen und mit der Stippe hier so ein bisschen auf kleine. Könnte man auch, ne? Oder so hier in den Seitenarm Spinning. Wacky Rig. Also die 8 Huber, wenn man sich da mal wieder hinbegeben hat, die 8 Huber bietet ja wirklich viel. Wirklich viele Möglichkeiten. Hier durch jiggen, hier in den Seitenarm. Oder wie gesagt, mit dem einfach treiben lassen, auch mit dem Boot einfach treiben lassen. Mit Wacky Rig. Oder auch mit der Stippe dann einfach. Also so viele Möglichkeiten. Jigführung natürlich. Auf Hecht kann man hier an den Seiten auch in dem Schilf und so überall gehen. Also genug Möglichkeiten, um hier mal wirklich rauf und runter alles auszuprobieren. Dann gab es ja vor Monaten hier den Fischhändler. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn der Kescher gleich voll ist. Einfach mal hier verkaufen. Und dann zack, wieder zurück und weitermachen. Sehr gut. Da muss man nicht komplett zurück. Aber ich bin gespannt. Es könnte ruhig noch ein bisschen mehr sein. Ich habe jetzt eine etwas weniger große PVA-Packung genommen. Der Tipp, der war mit kompletten, mit dicken PVA-Netzen, mit den großen. Und ich habe jetzt die etwas kleinere Packung genommen oder die kleinste auch. Aber es geht ja auch schon gut los. Fängt ja schon gut an und ich denke, wenn ich jetzt hier längere Zeit stehe und Stück für Stück die PVAs rauswerfe, dann wird die Area auch schön kontinuierlich mit Futter versorgt hier, so dass es dann auch gleich wieder losgeht und weitergeht. Ja,
Gucken wir gleich nochmal rein, wenn es gleich wieder losbimmelt, was da so reingebissen hat und reinrasselt. Und ich bin sehr gespannt, ob sich das auch richtig lohnt, einfach zeitmäßig und von der Frequenz. Bis gleich. Und da bimmelt es auch schon wieder los. Sehr gut, so soll das sein. Da bimmelt es direkt weiter jetzt hier auf der mittleren Route. Vielleicht ändere ich gleich nochmal eine Route wieder ab. Eine experimentelle Route ist halt immer wieder spannend. Ein bisschen andere Boilie-Größen oder sowas. Einfach mal einen anderen Boilie mit ranpacken. Oder nur eine Variante des Boilies ändern. Ne? Das macht halt irgendwie... Da muss ich halt immer wieder rumprobieren. Ich kann nicht anders. Einfach mal testen. Na, war noch kein Biss. Ich stelle schnell wieder ab. Jetzt zieht's, oder? Jetzt zieht er ab. Sehr gut. Und auch da kurz in die Bremse. Zack. Aber das ist nicht so richtig groß. Der ist eher klein. Vielleicht machen wir hier jetzt gleich einfach mal auch nochmal einen größeren Haken dran. Eieiei. Oh, was Lüttes. Zack. Oh ja, geht, ne? Naja, geht. 6 Kilo. Das passt schon. So, nehmen wir mal hier einen 1-0er. Und dann gehen wir auch hier wieder auf die Krillboilies. Das bauen wir noch alles gleich hier. 19. Und hier ist es dann Heilbutt als 20er. Das bleibt alles so, wie es ist. Heilbutt und so weiter. Aber hier jetzt einfach der deutlich dickere Haken mit der Hoffnung auf eine schöne, feiste Trophäe. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Zack. Und die beiden anderen, die haben jetzt noch Zeit. Und wenn jetzt gleich einer von den beiden anderen noch rausgeht, dann ändere ich da vielleicht gleich nochmal einen Boilie ab. Vielleicht nochmal auf Lachs oder... Noch mal was anderes Fischiges mit dran. Mal gucken, was es noch so gibt. Na, siehst du. Oh, guck mal da. Guck mal da. Kurz gebimmelt. Jetzt hier zack, direkt auf dem 1-0er Haken. Ja, mega. Guck mal, ey. Aber auch gar nicht so wirklich groß. Größerer Haken, kleinerer Fisch. Was will man mehr? So geht das. Wunderbar. So. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier noch ein bisschen was raus. Probiert ihr auch noch mal ein bisschen aus. Ich werde mich jetzt hier schön ein paar Stunden am Wochenende hinhocken. Entspannt mal den Kescher voll machen. Aber jetzt hier die ganze Zeit stundenlang zu sitzen und zu zeigen, das dauert einfach zu lang, ihr Lieben. Schreibt mal rein in die Kommentare, ob ihr hier eine Trophy gezogen habt. Oder zumindest ansatzweise. Ich werde es hier auf jeden Fall noch mal wieder probieren auf die Trophäe. Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und im Idealfall sehen wir uns wieder auf Twitch im Livestream, montags, mittwochs und freitags oder im nächsten Video. Bis dahin, Petri.